Ich bin Monika Bäuerlein, Herausgeberin von Mother Jones. Also fangen wir mal ganz oben an. Erstmal einfach die Demokratie zu stärken und ein Teil gewissermaßen ihrer Erhaltung und Rettung zu sein. Also das ist ganz akut hier in den USA. Die Watchdog-Funktion, den Mächtigen eine Überprüfung und eine Infragestellung zu bieten und den Menschen Informationen zu geben zum Engagement mit der Welt, in der sie leben wollen. Teilhabe ist wirklich das beste Gegengift gegen Vertrauensverlust. Also bei Mother Jones sehen wir das immer wieder und auch bei anderen Medien, die sich an ihre Leser orientieren und auch eben ihnen die Möglichkeit der Partizipation bieten. In dem Moment, wo der Leser teilnimmt und sich auch wahrgenommen fühlt, ist das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit da. Die speist sich hauptsächlich aus einer Fremdheit und Abgehobenheit, die zu stark früher bei uns auch erlaubt wurde. Für mich sind es eigentlich keine technischen Innovationen, wobei gut, also die sozialen Medien sind wirklich durchschlagend wichtig für alles, was wir als Journalisten tun. Nicht nur, weil sie uns eine Verbreitung ermöglichen und ein Publikum uns helfen zu erreichen, das uns vorher vielleicht nicht gefunden hätte, sondern auch, weil sie uns es ermöglichen, mit dem Publikum in Kontakt zu treten. Auf eine Weise, wie das früher nicht war. Es ist allerdings so, dass die Firmen, die sozialen Medien Firmen eigentlich strategisch kein Interesse am Journalismus haben, sodass wir da noch mehr tun müssen, um diese Leserorientierung und diesen Dialog mit den Lesern auch anderswo stattfinden zu lassen als auf Facebook zum Beispiel. So früh wie möglich, würde ich sagen, raus aus dieser Haltung, Redaktionen und journalistische Arbeit abgeschottet sind von der Öffentlichkeit, so stark wie möglich mit den Lesern in einen Dialog treten. Denn langfristig ist das alte Geschäftsmodell, dass eben Journalismus finanziert wird von hauptsächlich durch Werbung und stattdessen eigentlich die einzige Möglichkeit für uns ist, den Journalismus wieder zu stärken. Es ist, uns direkt an unsere Leser zu wenden und ihnen gegenüber auch offen und transparent zu sein. Sowohl als auch. Also ich bin extrem pessimistisch eingestellt, was die Zukunft der traditionellen Medien betrifft. Hier in den USA sieht man das schon ganz deutlich. Es arbeiten nur noch halb so viele Journalisten wie noch vor 10 Jahren. Und innerhalb von 5 bis 10 Jahren werden wir sehen, dass es hier in den meisten Städten keine Tageszeitung und auch in Fernsehen und Hörfunk keine robuste Lokalberichterstattung mehr geben wird. Das muss dann alles neu aufgebaut werden, auf wahrscheinlich stärker eben publikumsorientierter und gemeinnütziger Ebene. Und da diese Entwicklungen teilweise wirklich in Europa versetzt stattfinden, denke ich, ähnliche Gefahren drohen in Europa auch sehr stark. Aber auch ähnliche Möglichkeiten, eben Alternativen dazu aufzubauen.